Moin moin alle zusammen. Ja, ich habe mal so ein kleines Blu-ray-Update. Ich war nämlich heute im 1-Euro-Shop und habe diese Marvel-Filme gekauft. Ja, was sie jetzt kam und so weiter. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, ich habe mir nämlich diese vier Filme geholt beim 1-Euro-Shop, also im Euro-Shop. Ja, und warum das jetzt hier so geht, das zeige ich nämlich jetzt einmal. Einmal hier nämlich Thor Loki, Blood Brothers. Dann habe ich Black Panther, Iron Man, Extremis und Spider-Woman habe ich mir noch gekauft. Für 4 Euro alle zusammen kann man sich die auch mal gönnen. Es ist natürlich jetzt eine Animations-Comic-Serie, also es ist ein Film. Ja, das sind wirklich Filme und die sind natürlich, jetzt habe ich gesehen, sind die auf Englisch. Mit deutschen Untertiteln ist ja kein Problem, wer Englisch kann, der kann sich das gerne angucken. Aber ich fand das wirklich nicht schlecht für das Angebot. Und jetzt könnt ihr dann mal sehen, dass das wirklich stimmt. Da seht ihr das. 1 Euro pro Blu-ray. Ist das geil oder ist das geil? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier vertrieben von Marvel Knights Animation. Ja, und ihr seht ja dann halt Agent of S.W.O.R.D., Spider-Woman von Alex Maloff, Brian Bam Bendis, ja, und dann so eben halt hier Jessica Drew leidet sehr darunter, dass Skrull Königin Varanka auf der Erde ihre Gestalt annehmen kann und bla bla bla. Trifft der unbesiegbare Iron Man den Serum namens Extremis auf einen übermächtigen Gegner. Marvel Knights macht die wohl, also es kommt wirklich aus den Marvel Studios so ein bisschen und setzt sie gerade um. Zum Beispiel, der geht 1 Stunde 15. Ich habe gesehen, der Black Panther, der ging 2 Stunden 7 Minuten. Wer ist Black Panther? Das rollt dann so ein bisschen die Sache auf. Finde ich gar nicht schlecht, gerade zu den guten, eigentlich doch sehr guten Black Panther. Ja, Iron Man kennt man natürlich so und Spider-Woman finde ich mal ganz sehr interessant. Aber was ich natürlich sehr geil finde und ich finde so die beiden Paarungen, Thor und Loki, was in der nordischen Mythologie eigentlich gar nicht vorkommt, dass die beiden Brüder sind, wird natürlich von Marvel hier angedeutet. Ja, und Thor und Loki, die großen Hallen von Asgard sind still, seit ein neuer König den Thron übernommen hat. Sein Name ist Loki. Oh, scheiße, der Loki ist das. Das ist ja mal mehr als scheiße, ne? Ja, der einzige Mann, der ihm jemals Liebe entgegengebracht hat, sein Bruder. Bla, bla, blub, blub und so. Ja, und so ist das dann hier drinne. Sieht ja geil aus. Also passt ja gerade zu Thor 3. Black Panther passt ja auch gerade. Und so gerade zu vorher zu Infinity War ein bisschen heiß zu laufen. Ihr wisst ja, ich bin ja im Hype-Modus. Und ich hoffe ja mal, dass das so ein bisschen blutig zur Sache geht, weil FSK 12, es ist natürlich jetzt kein FSK 16, aber wird wohl auch noch ein bisschen was gezeigt und ein bisschen mundmäßig wird dann auch wohl mal ein paar Sprüche fallen. Und das ist kein FSK 6 halt, ne? So nicht kindergerecht. Und das könnte auch vielleicht spannend werden. Ja, die wollte ich euch nicht voranhalten. Im Euro-Shop. Könnt ihr euch die gerne kaufen. Vielleicht habe ich auch sogar die Links hier unten reingepackt. Da könnt ihr die gerne auch über Amazon kaufen oder keine Ahnung. Ja, mal gucken, wie die sind. Das kann ich irgendwann euch mal vielleicht mal bei Instagram mal posten. Ja, ich habe einen Instagram-Account. Da poste ich dann halt mal ganz gerne abseits von hier ein bisschen andere Sachen. Oder Facebook, da haben wir die Filmblogger. Einfach da mal folgen. Kommt auf meine Plattform. Ich habe nicht nur YouTube, ich habe auch, wie gesagt, das alles. Ja, der Nerd, Instagram, die Filmblogger bei Facebook, da aber auch der Nerd, gibt's alles. Bei Twitter bin ich auch vertreten. Ihr merkt schon, ich mache sehr vielen Krams. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch natürlich noch mich noch nicht kanntet und das heute drauf gekommen seid, lasst ein Abo da, ein Like und vielleicht sind die ja ganz geil und kauft euch die mal, ne? So, dann würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann und schauen, bam!